Hallo Mädels, du plagst dich ab mit diversen Diäten, nimmst aber trotzdem nicht ab? Kalorienzählen bringt nichts, wenn du diese fünf Dinge tust. Erstens, du bist zu gestresst. Stress ist der Diätfeind Nummer 1. Wer unter Druck steht und nie zur Ruhe kommt, schüttet das Stresshormon Cortisol aus. Als Folge davon schlafen wir schlecht und haben Heißhungerattacken. Sich schnell unterwegs etwas reinpfeifen oder am Schreibtisch nebenbei zu essen, ist mit Sicherheit die falsche Lösung. Das ist nämlich meistens nicht besonders gesund und die Mengen haben wir auch nicht richtig vor Augen. Die Gefahr, schnell zu viel zu essen, ist also sehr, sehr hoch. Zweitens, du schläfst nicht genug. Zu wenig Schlaf hängt oft mit Stress zusammen. Doof ist nicht nur, dass wir am nächsten Tag ausgepowert und schlecht drauf sind, wir haben auch mehr Hunger. Das heißt, wir essen mehr und bewegen uns weniger. Das ist überhaupt keine gute Kombination. Nimm dir 2 bis 3 Tage die Woche fest vor, früher ins Bett zu gehen, keine Serie mehr anzugucken, kein Instagram-Feed checken, es zahlt sich aus. Drittens, du bewegst dich zu wenig. Weil du gestresst bist, schläfst du zu wenig und schaffst es einfach nicht mehr zum Sport. Problem, wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt und gemütlich mit dem Bus zur Arbeit fährst, ist das definitiv nicht genug Bewegung. Steige ein paar Busstationen früher aus und laufe. Vermeide alle Rolltreppen und Aufzüge und benutze viel die Treppen. Die Devise ist, jeder Gang macht schlank. Viertens, du isst zu viel Salz. Wenn du zu den notorischen Nachsalzern gehörst, wirst du dich umgewöhnen müssen. Salz steckt ohnehin schon in fast allen Speisen und da Salz Wasser bindet, wiegen Salzliebhaber mehr. Setze viel mehr auf Gewürze wie Chili, Kräuter und Co., dann fällt dir gar nicht mehr auf, dass du kein Salz im Essen hast. Das regt nämlich auch den Stoffwechsel an und hilft beim Abnehmen. Außerdem lagert der Körper weniger Wasser ein, wenn du mehr trinkst. Das heißt mehr Wasser, weniger Kilos auf der Waage. Fünftens, du trinkst nicht genug. Und damit meine ich nicht Alkohol, sondern die berühmten 2 Liter Wasser am Tag, die du mindestens trinken solltest. Und sorry, dazu zählen weder Kaffee noch Softdrinks oder Saft. Mehr Wasser im Körper regt den Stoffwechsel an und lässt deine Haut strahlen. In diesem Sinne, Prost! Wenn du etwas mehr Geschmack magst, dann trinke ruhig ungesüßten Tee oder Infused Water. Das schmeckt gut und hat trotzdem 0 Kalorien.